Das dänische Roskilde vergangenes Wochenende. Austragungsort einer wütenden Straßenschlacht zwischen Neonazis, Antifaschisten und der Polizei. Der Anlass, ein rechtsextremer Aufmarsch zu Ehren von Hitlers Stellvertreter Rudolf Hess. 60 Gegendemonstranten werden festgenommen, als sie das braune Treiben gewaltsam verhindern wollen, mit Straßensperren, Leuchtkugelmunition und Pflastersteinen. 30 Menschen werden verletzt. Zu spät schritt die Polizei ein bei dieser Heerschau von Neonazis aus ganz Europa. Angereist aus Deutschland, die rechten Galionsfiguren der verbotenen nationalen Liste, Thomas Wulff, hier im Schwarzhemd, gefolgt von Christian Worch. Und ebenfalls beteiligt, der Chef der seit früher verbotenen Freiheitlichen Deutschen Arbeiterpartei, FAP, Friedhelm Busse. Busse mit SS, Busse mit SS. Seit dem Verbot seiner FAP ringt der deutsche Vorzeigenazi um mehr internationalen Einfluss. Mein Bestreben ist es, meine gesamte Kraft einzusetzen, dass sich die Nationalen in Europa vereinigen. Ein grotesker völkischer Wandertag im Zeichen von Hakenkreuz und SS. Wütender Protest der Passanten, die Ausnahme. Wir haben nicht persönlich gemordet, aber euren Eltern haben persönlich gemordet. Ein solcher Haltung kostet Menschenleben. Zur selben Zeit im niedersächsischen Schneverdingen. Unbehindert von deutschen Behörden huldigen 300 Neonazis am Sonntag auch hier Hitlers Stellvertreter Rudolf Hess. Die Bevölkerung ist entsetzt. Die Polizei, trotz bundesweit erhöhter Alarmbereitschaft an diesem Tag, völlig überfordert. Den aufmarschierten Hundertschaften deutscher und holländischer Neonazis hat sie hier nichts entgegenzusetzen, gerade mal zwei Beamte. Ich glaube nicht, dass man irgendjemandem hier einen Vorwurf machen kann. Der Verfassungsschutz hat die Informationen weitergegeben, die Polizei hat sie aufgenommen, aber ehe man reagieren kann und ehe man dann vor Ort sein kann, das dauert seine Zeit. Zwei Jahre nach dem Skandal von Fulda agiert die wehrhafte Demokratie erneut zahnlos, lässt sich von Neonazis vorführen. Zum Beispiel von Constant Kusters, hier links, dem Vorsitzenden der vor wenigen Wochen in Holland neu gegründeten FAP. Mit dabei auch eine zweite, bislang in Deutschland nur verdeckt operierende Gruppe, der Deutsche Freundeskreis der afrikanischen Widerstandsbewegung AWB. Seit April 1994 werben die deutschen Freunde südafrikanische Rassisten im ganzen Land um Anhänger. Die wichtigsten Aufnahmebedingungen, nationalistische Einstellung und natürlich Hautfarbe weiß. Anlass für die Gründung der Gruppe, dieser Kennzeichen D vorliegende Hilferuf der südafrikanischen Rechtsextremisten nach Geld, mit dem der Kampf um weiße Privilegien finanziert werden soll. Schon seit 1973 marschieren die südafrikanischen Paramilitärs für den Erhalt der Rassentrennung. An ihrer Spitze, auf hohem Ross, Parteichef Eugene Terblanche, zu Deutsch, natürlich weißes Land. Mehr als ein Viertel der rund 20.000 Mitglieder trainiert in solchen Kommandos für den Ernstfall gegen Kommunisten und Demokraten. Vor zwei Jahren stürmten AWB-Anhänger die Demokratiekonferenz in Johannesburg. Mit diesem gepanzerten Fahrzeug durchbrachen die Rechtsextremisten die Front des Verhandlungsgebäudes und besetzten den Konferenzraum. Das niederländische Venlo am 16. Juli vergangenen Jahres. Deutsche Anhänger der radikalen Rassisten, deutsche Neonazis und holländische FAP-Sympathisanten marschieren auf und liefern sich Schlägereien mit der Polizei. Vor wenigen Tagen dann in einer holländischen Kleinstadt nahe der deutschen Grenze. Angehörige einer erst vor wenigen Wochen in Holland neu gegründeten FAP treffen sich mit dem deutschen Sektionsführer der südafrikanischen AWB. Das gemeinsame Anliegen, vor allem Geld. Beträchtliche Beträge, die in Europa gesammelt werden, leiten Mittelsmänner auf solche Konten einer südafrikanischen Bank. Prominenter Spender, zum Beispiel ein Stadtrat aus Rotterdam. Ja, der hat mich so vor einem Jahr hat er mich besucht im Rathaus von Rotterdam. Und dann haben wir darüber geredet, wie wir am besten die AWB in Südafrika helfen können. Und dann hat er mich auch gefragt, ob wir vielleicht Spenden eintreiben können für die afrikanische Widerstandsbewegung. Und das machen wir natürlich.
Ungehindert von nationalen Verboten flechten die braunen Seilschaften ein immer engeres Netzwerk. Jüngstes Beispiel: auf das Verbot der deutschen FAP reagieren Hollands Neonazis mit einer gleichnamigen Neugründung. Durch das Verbot der deutschen FAP haben wir eine Sogwirkung erfahren, weil man hier sieht, dass die deutsche FAP sehr gut und diszipliniert aufgebaut ist. Diese Disziplin wollen wir fortführen. Da willen wij eigenlijk op voortbeduren, die de Duitse FAP heeft en de Nederlandse FAP. Wir haben Kontakte mit der deutschen FAP. Natürlich haben die jetzt autonome Strukturen. Die meisten Kontakte haben wir nach Nordrhein-Westfalen. Die Zusammenarbeit der Neonazis wird immer internationaler und Deutschland spielt dabei eine zentrale Rolle. Südafrikas AWB kassiert über ihre deutsche Sektion Spenden internationaler sogenannter White Power Gruppen. Kontakte bestehen zum weißen arischen Widerstand in Schweden, zur White Aryan Resistance, einer militanten Abspaltung des Ku Klux Klan. Geworben wird auch im australischen Rassistenblatt The White Separatist. In Frankreich kooperieren sie mit der neonazistischen PNFE. Wie hier veranstaltet die PNFE in Frankreich regelmäßig Sonnenwendfeiern, zu denen Rechtsextremisten aus ganz Europa eingeladen werden. Es bleibt nicht bei rassistischen Schulungsprogrammen und dem Absingen von nationalsozialistischem Liedgut. Die Franzosen bereiten den Kampf gegen die Demokratie auch mit Waffenausbildung vor. Hast du noch nicht durchgezogen oder was? Nee. Noch einmal der Neonazi-Aufmarsch von Schneeberdingen. Der jüngste Beleg, dass Verbote von Organisationen alleine das rechtsextreme Treiben nicht stoppen können. Hier marschiert der nationale Widerstand!